Und so geschah es, dass Floyd die dunkle Pforte betrat und von der Dunkelheit verschluckt wurde. Niemals hätte er geahnt, was ihn dort erwartete. Und damit herzlich willkommen zu Folge 41 von Let's Play Floyd. Wir haben einen riesigen Magneten hier. Habe ich jetzt nicht direkt in dieser Form erwartet, aber es ist nicht ganz unrealistisch. Okay, vielleicht sollte man nicht von unrealistisch reden in solchen Spielen. Auf jeden Fall haben wir hier nur diesen Magneten. Und wir wollen ihn abschalten. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz raus und was ansprechen. Warum haben wir eigentlich... Wir haben doch irgendwann mal hier dieses Seil festgemacht am Auto. Ah, damit es nicht wegfliegt, wenn wir das Magnetfeld abschalten, oder wie? Das wäre sinnvoll. Okay, wie schalten wir es ab? Natürlich mit dem Schraubenzieher? Ich weiß nicht. Erst mal schauen, was wir alles haben. Was schaltet Magnetfelder ab? Schlüssel? Metallstangen? Naja, sicher nicht. Warum werden die eigentlich nicht angezogen? Eine Magnetkarte? Ja, die sollten wir unbedingt da dran halten. Dann funktioniert sie bestimmt noch danach. Das hat keinen Sinn. Okay, erstmal anschauen. Ein riesiger Elektromagnet, der summt. Der summt? Das ist ein erwähnenswertes Detail. Ach, das ist ein Hebel. Ja, das muss einem noch gesagt werden. Das war ja schon fast zu einfach. Das wäre ein Verstoß gegen Weisung 6439, aber wen kümmert's? Ja, Floyd. Floyd setzt sich über Weisungen hinweg. Endlich ist er erwachsen. Da war wirklich überhaupt kein vernünftiger Boden. Das war alles nur angezogener Schrott. So habe ich das los, nicht interpretiert. Schönheit. Na wunderbar. Dieser Sound. Das Schnurren eines Kätzchens. Und jetzt zeig's mir, Baby. Aber ich wollte auch noch das Nummernschild anbringen. Okay, fliegen wir einfach mal. Oh yeah. Die Kiste bringt's wirklich, aber jetzt heißt es wieder an die Arbeit. Ziel Metro Prime. Speed up. Und jetzt gib alles, Baby. Wie peinlich. Und darüber hinaus verdammt ungünstig. Da wird wohl jemand reinschauen müssen, bevor ich mich damit auf längere Strecken wage. Oh je. Oh, aber immerhin. Jetzt haben wir hier unser Auto. Schön, schön. Aber ich meine, das kann auch bestimmt Dolores reparieren. Okay, wenn sie es so repariert, wie sie Sam repariert, dann sitzen wir hier noch ewig fest. Was ist das hier unten für eine Minikarte? Naja. Links ist Licht, rechts ist keins. Naja. Wo fliege ich denn hin? Ich weiß ja gar nicht. Ich fliege mal bei Dolores vorbei. Können wir berichten, dass wir ein Auto haben und dann kann sie es vielleicht ja sogar doch reparieren. Ich hoffe ja zumindest, dass Sam jetzt heil ist. Ja, das ist schon ein Upgrade im Vergleich zu unserem Motorrad. So lässt sich's doch leben. Auf geht's. Ich bin mir sicher, dass wir das Nummernschild da noch anbringen müssen, aber momentan gibt es noch keine Nummernschildproblematik. Und insofern wahrscheinlich auch für Floyd keinen Grund, das jetzt schon zu machen. Die Option dafür wird wahrscheinlich immer erst erscheinen, wenn wir auf irgendein Problem mit dem Nummernschild stoßen. Zum Beispiel, dass wir irgendwo kontrolliert werden und nicht durchgelassen werden, weil das Auto als gestohlen gemeldet ist. Okay, das macht keinen Sinn. Das war ja auf dem Schrottschiff. Also eigentlich kann es gar nicht als gestohlen gemeldet werden. Kann es? Ja, gut, vielleicht theoretisch kann es schon, aber wenn der Besitzer es schon einfach so auf dem Schrottschiff da liegen lässt. Gut, vielleicht könnte es auch dem Schrottschiff-Besitzer. Aber dann könnte er dann nicht mehr wegfliegen. Weil das Magnetfeld ihn ja festgehalten hat. Und wenn er das ausschaltet, fliegt sein ganzer Schrott auch weg. Naja. Grüße, Genosse.
Floyd, was ist? Ich habe ein geeignetes Transportmittel gefunden. Sehr gut. Ich werde Sam unterwegs reparieren. Lass uns gehen. Da ist leider nur ein klitzekleiner Haken. Haken? Mist. Nun, eigentlich ist es mehr ein Häkchen. Was ist los, Floyd? Naja, ich habe... Der Wagen, er ist... kaputt gegangen. Wie bitte? Was? Ich wollte nur ausprobieren, wie er funktioniert. Und wie funktionierte er? Leider anders, als ich vermutet hatte. Warum stehst du dann hier so nutzlos herum? Geh los und reparier ihn wieder. Und wie? Das ist dein Problem. Aber beeil dich gefälligst. Okay, na schön, ich gehe. Puh, reparier du ihn doch. Du hast doch hier schon... Sam ist doch unnötig. Reparier doch mal das Auto. Mach doch mal was Nützliches. Also Möge echt. Möge die Macht mit dir sein, Genosse. Guten Orbit. Also diese Dolores, die geht mir schon auf den Zeiger hier. Okay. Wie reparieren wir das Ding jetzt? Tja. Gehen wir mal unsere Optionen durch. Neue Metro! Der Zeitungsjunge wird uns dabei nicht helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Pillenshop wird uns dabei nicht helfen. Der AGAC. Der AGAC. Steht da eine Nummer in unserer Enzyklopädie? Und wir haben... wir haben das Nummernschild von dem Handelsvertreter. Und der AGAC wird sicherlich unser Auto reparieren, weil der Handelsvertreter ja bei dem AGAC Mitglied ist. Allgemeiner Galaktischer Allmobilclub AGAC. Obwohl... Okay, das heißt, wir gehen... Okay, ich probiere einfach mal, ob ich das Nummernschild direkt bei uns anbringen kann. Vielleicht muss ich dazu vorher aber irgendwo anders hinfliegen. Ich weiß nicht, ob die in Metro Prime die Reparatur vornehmen oder ob ich das vor der Bar machen muss, wo sein Fahrzeug auch steht. Ich schaue einfach mal. Aber das wird ja schon... Also ich halte das für eine gute Lösung. Ich denke, wir müssen das bei Dave's Space Bar machen. Weil da ein Telefon ist. Von dem man direkt den AGRC aus anrufen könnte. Und ich meine, der war ja schon in der Warteschleife dort so. Das klingelt ja sogar noch, schätze ich mal. Das muss schon richtig sein. Also bringen wir mal das Nummernschild an. Darin sehe ich im Augenblick wenig Sinn. Das ist so ein fieser Spruch von Floyd. Wenn er sagt, darin sehe ich im Augenblick wenig Sinn, macht es irgendwann mal Sinn. Aber das erkennt man nicht direkt, wenn man nicht genau aufpasst. Finde ich. Meine Meinung. Aber ich glaube, diesen Spruch hat er bis jetzt nur gesagt, wenn es tatsächlich später mal eine Option gab, das zu benutzen. Ja, rückwärts einparken kann er immerhin. So, Nummernschild. Probieren wir es einfach mal. Nummernschild. Ja, er geht nach vorne, soweit so gut. Ja. Hat er sich wirklich geändert? Man kann die Beschriftung eigentlich nicht lesen. Okay. Und dann... Ah, jetzt kommt er gerade. Wie passend. Ist das Ihrer? Allerdings. Schick, sehr schick. Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit sie verboten wurden. Ich habe eine Lizenz. Na dann, kein Problem. Schauen wir es uns mal an. Na dann. Hoffentlich stellt er uns das nicht in Rechnung. Ach oh was, je. Ist ja was? Alles schon vom Vertreter bezahlt. Oh je, was? Sehen Sie das? Das zerschmolzene Ding? Tja, das ist Ihr Hauptantrieb. Wundert mich, dass Sie damit noch hier hingekommen sind. Kann man das wieder in Ordnung bringen? Diesen Klumpen? Machst du Witze, Burger? Haben Sie dann vielleicht Ersatz? Sowas wird gar nicht mehr gebaut.
Na toll. Vielleicht kann ich den alten V6, den ich im Wagen habe, einbauen. Geht das denn? Tja, ich müsste den Polaritätskonverter installieren und den Phasenadapter justieren. Aber es müsste klappen. Schön. Dann wollen wir mal... Sehr schön, sehr schön. Der watschelt genauso schnell durch die Gegend wie Floyd. Und irgendwie sehr seltsam, so ein bisschen in Rückenlage, oder? Achso, der trägt ja was. Trägt er was? Ja, er trägt was. Scheint schwer zu sein. Das Problem ist, dass der V6 über ein negativ gepoltes Kabel läuft und Sie nur einen positiven Anschluss haben. Verstehen Sie? Nein. Das wusste ich nicht. Ja, ich muss jetzt die Spritzufuhr durch den Polaritätskonverter leiten, ihn durch die Retros jagen und eine Querverbindung zur Kraftstoffquelle herstellen. Ja, das muss ja klappen. Aber nur, wenn der Phasenadapter auf die Frequenz des Konverters justiert ist. Ja, logisch. Frequenz auf die Phasen adaptieren. Das war's. Sind Sie fertig? Jawohl, Bürger. Wie du siehst, ist der Phasenadapter... Und er läuft? Ja, er läuft. Wahrscheinlich besser als vorher. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Bürger. Kein Problem, Bürger. Schönen Orbit. Das war ja aufregend. Das letzte Mal, dass ich mich derart gelangweilt habe, war als Chefzähler in einer Pillenproduktion. So was hat er auch mal gemacht, okay, bevor er berühmt Zeit, wurde. Die Welt zu retten, mögen alle Schurken in der Galaxie erzittern, denn hier kommt Mr. Body Control. Wo fliegt er hin? Direkt nach Metro Prime? Okay. Wahrscheinlich holen wir Dolores direkt ab. Oh, Sam geht wieder. Was macht ihr denn da? Sam soll lernen, dass Krieg nicht die einzige Antwort ist. Dann ist er endlich wieder normal? Warum fragst du ihn nicht? Sam? Ja, Sir? Klingt ganz normal. Hab mich nie besser gefühlt. Sir, zeig mir die Konzernvollstrecker und ich zeig's Ihnen. So muss es sein. Und wie lernt man durch Kringel und Kreuze, dass Krieg nicht die einzige Antwort ist? Dadurch, dass keiner gewinnen kann. Eine Analogie, Sir. Von jetzt an, Sir, weiß ich, dass ich den Feind, statt ihn niederzumähen, besser in ein Spielchen verstricke, Sir. Ich glaube, du missverstehst mich, Sam. Absichtlich. Müssen es Kringel und Kreuze sein, oder geht auch Himmel und Hölle, Sir? Sam! Der war nicht schlecht. Hast du schon ein Schiff gefunden? Ja, es wartet an den Docks. Fein, dann los. Sag mir doch erstmal, was du vorhast. Ich erklär's dir unterwegs. Komm, Sam. Yes, Sir. Das Tic-Tac-Toe ist natürlich eine Anspielung auf Wargames. Sagst du mir jetzt, was wir tun? Zuerst müssen wir den Gefängnisbus einholen. Soweit war ich auch schon. Ist es möglich, den Bildausschnitt zu ändern? Na bitte, gib Gas! Der Plan? Nun ja, Improvisation kommt immer gut, nicht? Na klasse. Keine Sorge, es wird schon gut gehen. Ach ja? Sagst du das auch noch, wenn du Sam aus dem Kofferraum lässt? Sei einfach still und fahr, okay? Ja, ja, sicher. Gib Gas! Alexa ist ran! Er ran! Ich versuch's! Im Weltraum halte ich dieses Rüberspringen immer noch für eine schlechte Taktik. Das hat doch, als wir von Zyklus Alpha geflohen sind, auch einer von den Schurken versucht. Und das ist genauso geendet wie hier mit Dolores. Ja, sagen wir fast. Gut gemacht. Was? Knall die Wachen ab? Wird das jetzt hier ein Ego-Shooter? Wow. What? Okay.
Ich war nicht darauf vorbereitet. Fadenkreuz verschwindet immer, während einer stirbt. Das ist nervig, weil man dann nicht weiß, wo man gerade hinzielt. Immerhin kommen sie immer in der Mitte, von daher. Und sind doch relativ große Ziele. Und einer noch? Stehen bleiben! Er hat sich ein bisschen tiefer geduckt als die anderen. Das müssen Scheintodkapseln sein. Rebellenabschaum! Lass es sein! Und so übernimmt man ein Raumschiff. Aber warum war die Luke eigentlich hinten offen, durch die Dolores reingekommen ist? Ich frage mich, was da drin vor sich geht. Bist du auf welche von ihnen gestoßen? Sie sind alle erstarrt. Hör mir zu. Ich habe die Kontrolle über das Schiff übernommen. Und jetzt? Komm mit, dann zeig ich's dir. Wo wollen wir überhaupt hin? Das wirst du schon noch sehen. Na, typisch. Die geheime Rebellenbasis auf dem Eisplaneten, wie in Star Wars. Und die Dinger sind wohl auch in Star Wars angelehnt, wenn man sich das Cockpit-Design so anschaut. Das sieht nämlich aus wie die AT&T. AT&T? Nein, das ist der Mobilfunkanbieter, oder? AT&T heißt sie. Wo sind wir? Wir nähern uns der Basis. Nur, dass die in Star Wars beide haben. Ihr habt eure Basis auf einem Eisplaneten gebaut? Nicht auf. Im! Na toll. Da gibt es so viele kuschelig warme Orte und ihr... Hör auf zu zetern, Floyd! Ich kann nicht anders. Ich hatte früher immer einen Albtraum, in dem ich erfroren bin. Reg dich ab. Wir haben Zentralheizung. Ich hoffe, die machen uns rechtzeitig auf. Oh, jetzt haben wir hier Tarnklamotten an. Ganz schön beeindruckend, eure Basis. Und gar nicht mal so kalt. Sir, ich bedauere sagen zu müssen, dass ich nicht sehr glücklich bin, Sir. Check die Systeme, Sam. Alle Systeme horizontal, Sir. Fernbedienung geschmolzen. Ich brauche mal Urlaub, Sir. Fein, steig aus und komm mit. Du musst der sein, den sie Floyd nennen. Das ist er. Sei gegrüßt. Dein Kampf für die Rebellion wird niemals vergessen werden. Och, Kleinigkeit. Au contraire, Floyd. Du und Thatcher habt die Rebellion gerettet. Wenn der Bus Cygnus Alpha erreicht hätte, wäre alle Hoffnung gestorben. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Sir. Ja, Genosse? Es sind alle da, Sir. Das Briefing kann beginnen. Danke,
Genosse, ich komme sofort. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich auf das Treffen vorbereiten. Was für ein Treffen? Du wirst es gleich erfahren. Wie ich sehe, habt ihr eine kleine Erfrischung erhalten und sogar neue Kleider hat man euch gegeben. Schau an! Was ist geschehen, Benson? Und wo ist Mandrin? Mandrin wurde gefangen genommen, meine Teuerste. Und unsere treuen Genossen erachten es als angemessen, dass ich seine Nachfolge antrete. Doch nun muss ich weiter. Ihr entschuldigt mich. Der gefällt mir nicht so, dieser neue Anführer hier. Unser Ex-Anführer. Und wer war der fiese Kerl eben? Das war Major Benson. Das klingt, als ob du ihn nicht besonders magst. Er ist ein guter Genosse und ein geschätztes Rebellenmitglied. Nur etwas übereifrig. Was denkst du, hat er vor? Das finden wir gleich heraus. Komm!